Mundl ohne Merkatz ist wie Fußball-WM ohne Fußball, weil der kommt nicht. Echtes Chaos bei der Pressejause zum Drehstart von Echte Wiener 2, die Depperten und die Gespritzten. Dass nicht einmal Mundl-Darsteller Karl Merkatz selbst erschien, passte zur allgemein diffusen Stimmung. Eklatante Budgetkürzungen auf magere 1,6 Millionen Euro, der Absprung von Regisseur Kurt Ockermüller und zuletzt noch der Ausstieg von Drehbuchautor Ernst Hinterberger. Das verheißt nichts Gutes für die Fortsetzung des Kassenerfolgs Echte Wiener, die Sackbauer-Saga. Kurt Ockermüllers Regiejob übernimmt nun die bisherige Co-Produzentin Barbara Kräftner. Weil ich es nicht verantworten wollte, dass man mit einem geminderten Budget, dass meine Vorstellungen von diesem allerletzten Mundl-Film mit einem um erhebliches geminderten Budget nicht zu realisieren ist. Leider ist es immer wieder das alte Lied, das liegt am Geld. Nur der Geld und ohne Geld keine Musik, das wissen wir auch. Ich habe dem Kurt nichts mehr hinzuzufügen. Toi, 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 sagt man bei uns. Ja. Danke. Die verbliebenen Mitglieder des Ensembles wollten die Probleme hinter der Kamera, vor der Kamera nicht kommentieren. Es ist, ja, wahrscheinlich wird es gewöhnungsbedürftig, das ist ja klar, wenn man immer mit denselben arbeitet, aber in jedem Film ist immer ein anderer, also bitte. Schau, die finanziellen Kürzungen betreffen ja nur meinen Sarg. Der wird halt etwas schlichter gestaltet. Und außerdem habe ich gehört, wir wollten ursprünglich einen kaufen, jetzt wird er ausgeborgt. Wir bleiben immer locker. Und blieben locker. Und was erwartet uns jetzt vom neuen Mundl? Mein Tod. Es stirbt ja bei jedem Mundl-Film, stirbt ja wer. Und da uns das, wenn die Kollegen privat sterben, was sie leider auch zweifach gemacht haben, da uns das entsetzlich kränkt, hat sich das Team entschlossen, in diesem Film werde ich filmisch sterben. Privat sehen wir uns vielleicht beim dritten Film noch wieder, aber meine Rolle endet mit dem zweiten Film durch meinen persönlichen Tod. Ja, was erwartet uns? Wir werden ein Strohwitwer-Schicksal erleben, Mundl allein zu Haus und gewisse Folgen und Konsequenzen. Karli wird sehen, dass es heißt, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Und wie geht man mit diesen Sorgen um? Und das auf lustig. Viel Musik, nicht unser Genre. MC Schoko zum Beispiel, der den Titelsong A echter Werner beisteuert. Hörst du, hoch mal zu, hast du leicht noch nicht nur. In der Zeit, was auf immer ist, vielleicht gibt's dir dann eine Ruhe. Alle sind zu, dass alle kommen von woanders daher. Am nächsten Wiener, Alter, gibt's schon lange immer mehr. Auch die afrikanischstämmige Wienerin Lydia Ubute ist neu im Team. Sie wird die Freundin von Idi Sackbauer Junior spielen. Ja, also ich habe mich irrsinnig gefreut, weil das ist eine einmalige Chance und ich habe vorher noch nie irgendwie vor einer Kamera gearbeitet oder sowas. Und ich freue mich einfach nur, dass ich wirklich ausgewählt wurde und dass ich da mitmachen kann. Mabi ist nicht deppert. Das kann ich. Ein echter Werner wirst nicht. Ein echter Werner wirst einfach nicht. Ja, das ist schwer. Hier. Aha. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön.